Der Nahe Osten ist eine Region, in der Hass und Gewalt leider immer noch zum täglichen Anblick gehören und wo die Menschen durch Religion und Politik entzweit sind. Aber dennoch gibt es hier einen Ort, an dem all diese Unterschiede bedeutungslos werden. Ein Ort, an dem Juden, Araber und Christen in Frieden und Harmonie miteinander umgehen können. Die Tatsache, dass die Traumdoktoren Absolventen des BA-Studienganges für Clowntherapie an der Universität Haifa sind, die neben einer gezielten akademischen Schulung auf medizinisch-psychologischem Gebiet speziell in der Kunst der Clownerie ausgebildet sind, macht sie sicherlich zu etwas Besonderem. Was sie jedoch noch einzigartiger macht, ist der Umstand, dass sie sich einer täglichen Herausforderung gegenübersehen, mit der sich sonst kein anderer Krankenhausclown auf der ganzen Welt auseinandersetzen muss. Dem Wahnsinn des Nahen Ostens und dem emotionalen Zerwürfnis durch Jahrzehnte des Kampfes und Hasses. Da die israelischen Krankenhäuser für die medizinische Versorgung aller Menschen der Region zuständig sind, macht die arabische Bevölkerung einen großen Anteil ihrer Patienten aus. Juden und Araber, die nach außen hin Feinde sein mögen, teilen sich dieselben Krankenhäuser, dieselben Ärzte und häufig auch dieselben Zimmer. Wenn zu all dem auch noch der zusätzliche Druck durch die Auseinandersetzung mit der Krankheit kommt, so kann diese Situation leicht zu einem Desaster ausarten. Dies ist die Bühne, die von den therapeutischen Clowns der Traumdoktoren betreten wird. Alle Kinder sind verängstigt und verschreckt, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Aber arabische Kinder leiden nicht nur unter den normalen Krankenhausängsten, sondern sie fürchten sich auch, in einem israelischen Krankenhaus zu sein und ihr Leben der Pflege israelischen Pflegepersonals anzuvertrauen. Speziell für den Umgang mit dieser besonderen Situation sind die therapeutischen Clowns der Traumdoktoren bestens geschult. Die Traumdoktoren sind häufig die ersten unter den Mitarbeitern des Krankenhauses, die den Kontakt zu den Patienten aufnehmen. Ihr Anliegen ist es, sie in ungezwungener Atmosphäre sogleich willkommen zu heißen, um unnötige Ängste abzubauen und ihren Argwohn zu zerstreuen. Aufgrund ihrer Ausbildung als Therapeuten gelingt es den therapeutischen Clowns mühelos, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und die Herzen der Kinder zu erobern, ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Religion oder Politik. Wenn ein Kind einen Clown erblickt, so sieht es einzig und allein den Clown. Und der Clown entspringt einer Welt, in der es weder Rasse, Religion noch Nationalität gibt. Einer Welt der Fantasie und der Vorstellungskraft, die zum Mitmachen einlädt und Geborgenheit schenkt. Der Clown vermittelt ein Gefühl des Vertrauens und des Miteinanders, nicht nur beim Kind, sondern gleichfalls bei seiner Familie. Und wenn sich zwischen dem Kind und den Traumdoktoren erst eine Beziehung entwickelt hat, so wird diese zum Wegbereiter für ein Verhältnis von Vertrauen und Zusammenarbeit zum übrigen Pflegepersonal. Vor einer Kulisse aus Hass, Furcht und Misstrauen ist genau dies der Grund, weshalb den Traumdoktoren bei der Schaffung dieser Insel der Vernunft eine so bedeutende Rolle zukommt. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Der therapeutische Effekt und der positive Einfluss, den sie ausüben, führen zu einem großen Bedarf nach weiteren therapeutischen Clowns. Indem man die Traumdoktoren dabei unterstützt, mehr und mehr Kinder zu erreichen, wird Kindern geholfen, die Erfahrung eines Krankenhausaufenthalts auf weniger traumatische Weise zu überstehen. Und der Geist des Friedens und der Toleranz, den sie verbreiten, ermuntert einen jeden zu einer Verständigung unter mitfühlenden Wesen mit einem gemeinsamen Ziel: Leben. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and then softly leave. It's me you need to show how deep it